Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der MZ Kickshow. Der Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg hatte und hat eine schwere Woche zu bewältigen. 3 Spiele innerhalb von 7 Tagen. Los ging's schlecht, es gab eine 0:1 Heimniederlage gegen Energie Cottbus. Im zweiten Spiel der englischen Woche am Dienstagabend gab es dann aber ein Erfolgserlebnis für den SSV Jahn Regensburg. 2:1 Auswärtssieg beim SV Sandhausen. Jimmy Müller in der 46. und Julian Wiesmeier in der 90. Minute waren die Torschützen. Und Julian Wiesmeier hatte mit dem Sieg eigentlich gar nicht mehr gerechnet. Ja, also im Schluss hinaus, halt die letzten paar Minuten, dachte ich jetzt, dass wir dann mit dem einen Punkt auch leben können. Vielleicht den erstmal sichern und dass wir dann vielleicht noch eine Chance kriegen, die kam dann am Schluss und ich habe einfach abgezogen. Das wäre jetzt natürlich dann super, dass er dann reinkommt. Wie wichtig war dieser Erfolg denn für die Psyche der Mannschaft? Ja, schon wichtig, dass wir jetzt auch mal sehen, dass wir es wieder uns selber belohnt haben, dass wir jetzt wieder Punkte mitgenommen haben, dass wir auch sehen, dass wir wieder Tore machen können. Hat jetzt halt länger gedauert wieder. Und natürlich ist es jetzt wichtig, weil wir haben jetzt in den letzten Wochen gemerkt, dass wir immer mithalten können, aber immer knapp verloren haben. Und es war jetzt diesmal schon sehr wichtig für uns, dass wir da jetzt mal punkten konnten. Am Tag nach dem Auswärtssieg stand lockeres Auslaufen auf dem Programm. Und wir wollten vom Trainer Oskar Korociano wissen, wie wichtig war denn dieser Sieg in Sandhausen eigentlich? Ja, sehr. Man hat natürlich gesehen, dass die Spiele nach dem Spiel oder dann auch mit dem Führungstor oder dem Ausgleich erleichtert waren und natürlich viele Sachen dann auch geklappt haben. Und es gehört eben dazu beim Fußball. Ne? Es ist eine emotionale Sportart, wo dann natürlich auch gute Sachen dann, die klappen für das Spiel auch förderlich sind. Ja, und das war gestern der Fall und mit einem Erfolgserlebnis hoffen wir natürlich jetzt, dass wir da in die richtige Spur kommen. Und aber wie gesagt, das nächste Spiel ist das nächste Schwere und das ist jetzt gegen St. Pauli. Am Freitagabend geht es ab 18 Uhr im eigenen Stadion gegen den Kultclub, gegen den FC St. Pauli Hamburg. Aus Hamburg werden über 2000 Fans anreisen. Die ersten Kassen öffnen bereits ab 12 Uhr. Wir blicken zurück. Unser Spiel der vergangenen Woche war eine Partie aus der Fußball-Landesliga Mitte. TV Schierling gegen den FC Tegernheim und unser Kollege René Bosch hat eine torreiche Partie miterleben dürfen. Mit einem Eigentor hatte sich Schierling bereits früh in eine schlechte Position gebracht. Einzig richtige Reaktion, nach einer Unsicherheit von Mühlbauer erzielt Manfred Gröber den Ausgleich für Schierling. Nur 7 Minuten später stellt Tegernheim die Führung wieder her. Mit einem Solo und anschließendem Heber überlistet Kamil Hein Abwehr und Torwart. 2:1. Doch auch Schierling hatte noch vor der Pause eine Antwort parat. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte ist es Christian Brandl, der den Ball im Tor unterbringt. 2:2. Nach der Pause war die Anspannung deutlich zu spüren. Beide Mannschaften suchten das Tor, verfehlten aber jeweils knapp. Erst in der 79. Minute, dann wieder Torjubel. Michael Schweiß mit einem Fernschuss von der Mittellinie zum 3:2. Danach stand vor allem Schiedsrichter Philipp Rommelsbacher im Mittelpunkt. Bei diesem Freistoß soll es im Getümmel ein Handspiel gegeben haben. Elfmeter. Kamil Hein tritt an und verwandelt zum 3:3. Tegernheim bleibt also vor Schierling und hofft darauf, seine Chancenverwertung weiter zu verbessern. Wir blicken auf die Tabelle der Fußball-Landesliga Mitte, der TV Schierling auf Rang 8, der FC Tegernheim auf Rang 6. Jetzt kommen wir zum Schwerpunkt dieser Sendung, die DFB-Stützpunkte. Da wurde ein neuer eröffnet in Burgweinting und bei dieser Eröffnung war Peter Schröder für uns mit dabei. Es ist wohl der Traum eines jeden Nachwuchskickers. Zusammen mit den besten Jugendspielern trainieren und vielleicht irgendwann in einer Landesauswahl zu spielen. Der DFB hat dafür einen neuen Stützpunkt eröffnet. Zusammen mit dem SV Burgweinting soll dem deutschen Fußballnachwuchs noch mehr unter die Arme gegriffen werden.
Mit Hilfe von Stützpunkttrainer Christian Martin und DFB-Koordinator Michael Köllner sollen die Spieler sowohl körperlich als auch mental für Einsätze in höheren Ligen geschult werden. Die Vorteile liegen für den Nachwuchs klar auf der Hand. Ja, es ist eine gute Förderung vom DFB. Da kriegt man zusätzlich nochmal in der Woche eine Trainingseinheit für Technik und Taktik auch. Und das finde ich schon gut. Das bringt einen sehr weiter. Neben den Spielern wurden am Eröffnungstag auch die Eltern informiert. Hier stand vor allem Organisatorisches auf dem Plan, um einen reibungslosen Ablauf der Förderung zu gewährleisten. Trotz der auch für Eltern zum Teil hohen Belastungen überwiegt auch dort die Freude über die Leistungen der eigenen Kinder. Erstmal ist man im gewissen Sinne stolz auf sein Kind, auf seinen Sohn, dass er sozusagen sich weiterentwickelt hat, dass er auch ja, in Anführungszeichen entdeckt worden ist. Zugleich überlegt man sich natürlich, wie geht es da weiter, wie hoch sind die Anforderungen für ihn, schafft es, wie würde er reagieren, wenn er wieder zurückgestuft wird. All solche Dinge gehen mir zum Beispiel jetzt als Vater durch den Kopf. Für die Spieler sind vor allem die Trainingsbedingungen von Bedeutung. Mit einem Kunstrasenplatz und komfortablen Umkleidekabinen sind beim SV Burgweinting die Bedingungen nahezu perfekt. Nach welchen Kriterien die Spieler ausgewählt werden, ist unterschiedlich. Eine Richtschnur gibt es aber laut Michael Köllner schon. Ja, verschiedene Kriterien, aber ich glaube, dass die Persönlichkeit das am Ende dann ausmacht. Man wird das selber im Stützpunkt sehen, dass das technische Talent, taktische Talent ja, bei vielen Spielern gegeben ist, aber am Ende kommt dann doch die Persönlichkeitsmerkmale zum Zug und die machen dann den großen letzten Zug aus. Ob und wann es ein Spieler aus der Regensburger Umgebung in die A-Nationalelf schaffen wird, ist offen. Die Möglichkeiten dafür sind aber mit dem neuen Stützpunkt ideal. Im Beitrag haben wir gerade die Eröffnung des neuen DFB-Stützpunktes in Burgweinting gesehen und unser Studiogast ist der DFB-Stützpunktkoordinator für den ostbayerischen Raum, Michael Köllner, und das schon seit 10,5 Jahren. Hallo Michael. Hallo Armin, danke für die Einladung. Gerne. DFB-Stützpunkt, was verbirgt sich eigentlich dahinter? Einen kleinen Eindruck haben wir uns ja jetzt schon verschafft. Ja, der DFB-Stützpunkt ist so die erste Stelle in der Talentförderung. Also wir versuchen regional die Spieler an so einem Stützpunkt zu fördern. Also wir haben 350 Stützpunkte in Deutschland, 64 in Bayern. Ja, und das ist die erste Sichtungsstelle und Förderstelle eines Spielers. Und darüber hinaus natürlich auch für Vereine und Trainer, die sich dort informieren können und auch nötige Hilfestellungen holen können. Wie viele Stützpunkte betreust du? Ich habe 15 in Ostbayern, also jetzt in dem Oberpfälzer Bereich Regensburg und Burgweinting. Kam, wir sind die nächsten, Schirling, Schwarzenfeld, Neumarkt. Ja, und in jedem Stützpunkt gibt es so, liegen so 70, 80 Vereine, die den Stützpunkt bei der Spiel liefern, in Anführungsstrichen. Ja, und in Ostbayern sind es ca. 1000 Vereine. Was wird ganz genau gemacht am Stützpunkt? Ja, einmal zusätzlich gefördert. Das ist so die erste Schiene. Also wir sichten Spieler, suchen Spieler aus im Alter zwischen 12 und 15. Ja, und darüber hinaus einmal in der Woche ja, zum Verein zusätzlich noch bestimmte Dinge zu trainieren, die vielleicht im Verein nicht so akzeptiert werden können. Ja, und darüber hinaus die einfach die Spieler vorzubereiten für den Auswahlbereich und auch für den Bundesliga-Bereich. Also das ist ja das Ziel eines jeden jungen, talentierten Spielers ist. Es ist aber nicht nur eine sportliche Ausbildung, es ist auch eine gewisse persönliche Ausbildung. Die Persönlichkeitsstruktur der Spielerinnen und Spieler soll gefördert werden. Ja, muss das. Ich glaube, wenn ein Spieler heute im Außenbereich oder grundsätzlich in einen höheren Fußball eintreten möchte und sich bewegen will, dann braucht er gewisse Merkmale wie Mut, Selbstbewusstsein, Auftreten, eine Darstellung, eine Performance. Das versuchen wir Spielern auch beizubringen, im Training auch, zu zeigen, wie kann man sich besser verkaufen, in Anführungsstrichen, wie kann man sich super präsentieren, wie kann man sich auch zeigen auf dem Platz. So, wir reden immer von präsenten Spielern und das muss man natürlich auch hinterlegen, weiterbringen den Spielern, und das versuchen wir im Stützpunkt in der ersten Stufe den Spielern herbeizubringen und den Spielerinnen. Ganz wichtig, du hast es erwähnt, es sind Mädchen dabei. Mhm, genau, also wir fördern natürlich auch Mädchen. Ich denke, dass Deutschland eine ganz große Fußballmacht im Frauenfußball ist und im Mädchenfußball. Aktuell läuft ja die U17-Weltmeisterschaft und da versuchen wir natürlich auch unseren Teil dazu beizutragen. Und ich glaube, die besten talentierten Mädchen werden halt noch besser, wenn sie mit Jungs trainieren und auch in einer kleineren Trainingsgruppe zusätzlich gefördert werden.
Und auch für die besten Mädchen ist der Stützpunkt eine ideale Plattform, sich zu verbessern. Da gibt es jetzt aktuell, du hast es erwähnt, die U17-Weltmeisterschaft, ja, und da gibt es ein prominentes Beispiel aus dem ostbayerischen Raum. Ja, prominent ist jetzt so halbprominent. Also ein bisschen weit gegriffen, aber die Sarah Debitz ist eine Spielerin, die von Beginn an in unserem Programm war. Stützpunkt Sichtungstag vorher Einstieg, dann Stützpunkt in Theuern, also bei Amberg, und dann ja, die ersten Schritte hat sich ja sofort bei uns im jungen Fußball haben wir die mit eingeladen, so gut war die. Ja, und dann ist die zu, von JFG Fürster zur Spielverein Weiden, hat da teilweise in der 17 Bayernliga gespielt, also muss man vorstellen, das ist eine brutal hohe Ebene, und ist jetzt letztes Jahr im Winter, also dieses Jahr im Winter, zum SC Freiburg in die Frauen-Bundesliga gewechselt. Ja, und ist so die entscheidende Spielerin in der Frauen, also in der Mädchen-Nationalmannschaft. Und da sieht man schon, also, dass in unserem Bereich nicht nur eine Simone Laudia, die ja zu den nach oben schon durchgekommen ist, dass schon die nächsten Talente auf dem Weg sind, auch in dem Frauen- und Mädchenfußball. Wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit den Eltern? Ja, das ist für uns eine ganz große Geschichte. Also ich denke, dass die Eltern ja einen entscheidenden Teil dazu beitragen, ob ein Kind gut gefördert wird oder nicht gefördert wird. Ich glaube, die Unterstützung, den Halt vor dem Spieler, der muss über das Elternhaus kommen. Und wir versuchen schon, die Eltern da auf die Reise mitzunehmen, auch zu verdeutlichen, welche Beweggründe, welche Aspekte wir bei der Talentsichtung und Talentförderung auswählen. Und deswegen gibt es bei uns halt da, letzten Montag war ein Elternabend an allen Stützpunkten in Bayern. Ich für meinen Teil versuche so regelmäßig Informationsschreiben an die Eltern weiterzugeben, weil wir bestimmte Termine, bestimmte Trainingsinhalte ansprechen. Ja, und ich glaube, dass die Stützpunkte vor Ort da enorm mit den Eltern kommunizieren und da versuchen, Entscheidungen zumindest ein Stück weit zu verdeutlichen. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Baustein auch in der Talentförderung. Welche Namen, die jetzt in der Bundesliga oder in der zweiten Liga spielen oder hochklassig spielen, kannst du uns denn nennen? Wer ist denn da schon durch die Stützpunkte gefördert worden? Ja, ganz viele Spieler. Ich glaube, also bei mir an Innsbruck spielen also einige. Also Oliver Hein, den habe ich von klein an im Stützpunkt gehabt in der Regionalauswahl, war anschließend mal Kapitän in der Bayernauswahl. Also da habe ich ganz viele gehabt, die jetzt halt in dieser Struktur spielen. Und Wolfgang Hesel, der jetzt bei zur Kräuter Fürth gewechselt ist, der vorher bei Dynamo Dresden war und beim HSV aus Schwandorf. Das war ein Spätzünder, der ist mit 18 Jahren erst gewechselt, 17, in der A-Jugend erst zum HSV, hat vorher nur beim FC Amberg gespielt. Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Und ich glaube, dass in den nächsten Jahren auch weitere folgen werden. Also das ist unser Ziel. Und da versuchen wir alles dafür, versuchen auch die Spieler auch in der Vereinsauswahl gut zu beraten, damit sie keine Fehler machen. Und ich glaube, das ist die große Krux immer, dass man einfach dann schon auch zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen treffen muss. Dankeschön, Michael Köllner, und weiterhin eine gute und glückliche Hand mit den ostbayerischen Fußballtalenten. Wir blicken aufs kommende Wochenende, auf unser Spiel der Woche. Und der Tipp für diese Partie kommt dieses Mal von Sigrid Golleck-Riedl vom Bayerwald Echo. Hallo Armin. Unser Spiel der Woche ist in der Landesliga Mitte, das Spiel der DJK 14 gegen den ASV Cham. Und das ist gleich aus mehreren Gründen ein Spiel der Woche. Zum einen ist es in der Landesliga Mitte das absolute Spitzenspiel. Die DJK 14 ist Tabellenerster, hat einen Punkt mehr wie der ASV Cham. Unabhängig von der Tabellenkonstellation ist es natürlich das Stadtderby schlechthin. Und da herrscht immer ein gewisses Prickeln. Und deswegen glauben wir, dass viele Leute kommen werden und gespannt sind, ob die DJK 14 ihren ersten Platz verteidigen kann. Anstoß ist Samstag um 15 Uhr am Filzinger Hochgarten. Bei unserem Gewinnspiel gibt es zwei Karten für das Match des SSV Jahn Regensburg in der zweiten Fußball-Bundesliga am 20. Oktober zu Hause gegen den 1. FC Köln. Einsendeschluss ist der 15. Oktober. Wer mitmachen will, wer die Karten gewinnen will, einfach eine Mail an die unten angegebene Adresse schicken mit dem Stichwort Köln. Viel Glück dabei, und jetzt freuen wir uns auf tolle Tore in einer riesen Fußballwoche.